Also ein Ja. Beispiel für eine Sache, wo es eigentlich kein Pferd schafft, im Trüffellaufmodus zu bleiben, wäre zum Beispiel der Slalom. Gucken wir uns wieder mit unserem schönen Nico an. Im Slalom, ne, lasse ich das Pferd wie Hunde im Agility einen Slalom laufen. Das heißt, mein Pferdchen muss alle paar Schritte in der Schulter umlasten. Und das schafft eigentlich kein Pferd mit Nase da unten. Eins habe ich mal erlebt, aber da ne, haben wir dann auch tatsächlich gefunden, dass da eine Blockade vorlag, die dem Pferd es einfach so sehr erschwert hat, den Brustkorb zu heben und sich mehr aufzurichten, dass sich es daraus erklärt hat. Aber jedes Pferd, was das körperlich in der Lage ist, fängt eigentlich bei dieser schnellen Umlastübung an, sich mehr aufzurichten und mehr das Gewicht mit der Hinterhand aufzunehmen. Und das ist ja genau das, was wir im Training erreichen wollen, dass das Pferd seine Balance mehr Richtung Hinterhand schiebt, die Hinterhand mehr nutzt, die Vorhand immer leichter wird, die Schulter immer beweglicher und freier wird. Und dann richten die sich schön auf und fangen an, leicht zu werden in der Schulter und sich mehr zu heben. Aber das kann man natürlich auch mit vielen anderen Sachen erreichen, auch wenn wir Handwechsel mit den Pferden arbeiten, ne? Aus der Ecke kehr, durch den Zirkelwechsel. Auch da fangen die Pferde, wenn wir es gut machen, an, sich ein bisschen, ne, im Brustkorb zu heben. Übergänge, also auch das, was man beim Reiten macht. Seitengänge ist natürlich auch ein Riesenthema, was ich ja mit den Pferden auch, also ein Großteil der Arbeit nach dem Longenkurs ist die Arbeit an der Hand und die Arbeit in den Seitengängen, weil das einfach die Voraussetzung dafür schafft. Ne, die Gymnastizierung über der Seitengänge schafft die Koordinationsfähigkeit, die Dehnbarkeit und die Kraft der Hinterhand, die ich brauche, damit die Pferde nachher gut laufen können, egal ob an der Longe oder wenn ich sie reite oder Freiarbeit mache. Aber deswegen sind Seitengänge ein Riesenthema bei mir. Und ich longiere ja auch verschiedene Seitengänge, arbeite ich mehr auf Distanz. Und das ist natürlich dann auch immer wieder der Baustein, wo das Pferd anfängt, mehr hinten, ne, Last aufzunehmen, sich im Brustkorb mehr anzuheben und sich dadurch mehr aufzurichten. Und das finde ich halt wichtig, dass wir die Aufrichtung, die relative Aufrichtung anstreben, wo wir nicht irgendwie über Ausbinder oder eine Hand den Kopf hoch manipulieren und oben halten, sondern dass die Aufrichtung dadurch entsteht, dass die Pferde anfangen, sich von selbst immer mehr aufzurichten und über die Kraft der Hinterhand sich aufrichten und nicht einfach vorne irgendwo der Hals hingezogen wird mit einem verspannten Rücken, was man ja leider auch sehr häufig sieht, dass das so praktiziert wird. Und da bin ich gar kein Fan von. Ja, also dass die Aufrichtung durch den ganzen Körper erreicht wird und nicht nur, weil sie den Kopf hochheben. Genau. Okay, sehr schön.